und herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Heute geht es um Alternative Universe, kurz AU. Und das kann man ja in mehreren Bereichen in der Szene finden, also zum Beispiel bei Fanfictions, bei Fanarts, aber eben auch beim Cosplay. Und dabei geht es darum, dass man eine Figur aus einer bestimmten Serie aus der Geschichte rausnimmt und eine neue Geschichte darum aufbaut, also dass man sie zum Beispiel auch in eine ganz andere Zeit steckt. Als Beispiel habe ich dafür Daedara. Den habe ich schon öfter in andere Universen gesteckt, zum Beispiel in die Zeit der Samurai oder auch in die heutige Zeit und dann eine andere Geschichte darum aufgebaut. Das Interessante daran finde ich, dass man einen Charakter versucht, originalgetreu zu erhalten, obwohl man ihn in eine andere Geschichte steckt. Und dann kann man ja auch sehen, wie er sich zum Beispiel dort entwickeln würde, wie er sich dort verhalten würde. Das wäre natürlich ein bisschen anders. Aber eben diese Waage zu finden, das ist schon sehr spannend. Zudem überschneidet sich Alternative Universe auch mit dem Eigendesign, weil man ja oftmals dann ein eigenes Cosplay für diesen Charakter entwickelt. Oder man hat eine Vorlage von jemandem, der da was gemacht hat und übernimmt halt diese Vorlage für sein Cosplay. Weitere Überschneidungen gibt es mit Gijinka und Kemonomimi, weil das halt vermenschlichte Figuren sind und bei Pokémon ist das ja zum Beispiel sehr beliebt. Und dadurch, dass es halt eine Vermenschlichung der Figur ist, ist es natürlich dann auch bis zu einem gewissen Grad ein alternatives Universum. Als Beispiel habe ich dafür mal Tori rausgekramt aus Dramatical Murder. Ich sehe das schon als alternatives Universum, weil eigentlich ist er ja im Original ein Vogel und hat keine menschliche Gestalt. Aber jemand hat ein schönes Fanart dazu gezeichnet mit Tori in einer menschlichen Gestalt und ich fand das halt so schön, dass ich das cosplayen wollte. Und deswegen denke ich, das ist Alternative Universe. Alternative Universe Cosplay macht ziemlich viel Spaß, weil man sich mit seiner Kreativität ausleben kann und man kann eben das auch damit verbinden mit den Charakteren, die man halt liebt und kann sich da total austoben. Deswegen probiert es auch selbst mal aus, es macht richtig viel Spaß und ich habe auch schon sehr viele sehr schöne Alternative Universe Cosplays gesehen. Das war's auch schon wieder für heute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.